Willkommen in Wüstensachsen zum Gruppenliga-Duell zwischen der SG Ehrenberg und dem FC Eichenzell. Nein, die Kameralinse ist nicht beschlagen, die Bedingungen durch den örtlichen Nebel sind wahrlich nicht die besten. Kommen wir zu den Teams. Die SG Ehrenberg hat einen Lauf. Die Mannschaft aus der Rhön hat nicht nur 8 der letzten 10 Partien gewonnen, sondern ist mit einem 8:0 Erfolg in Bronzell in der vergangenen Woche auf Rang 2 geklettert. Kein Wunder also, dass die Partie am Sonntag gegen Eichenzell unbedingt ausgetragen werden soll. Da Konkurrent SV Neuhof nicht spielt, winkt der SGE gar die Tabellenführung. Schiedsrichter Christian Golditz aus Saalmünster leitet die Partie und pfeift pünktlich um 14.30 Uhr an. Die erste Chance des Tages gehört den Hausherren in Weiß. Lukas Meierhof verliert den Ball im Mittelfeld, Julius Jestedt passt zu Steffen Kümmel und Julius Brehl versucht es im Alleingang, jedoch lässt der Abschluss noch zu wünschen übrig. Spielerisch ist bei diesem Wetter und den Platzbedingungen nicht viel umzusetzen. Eichenzell wird daher des Öfteren über Standards gefährlich. Matthias Heumüller versucht es direkt, aber der Ball geht rechts am Tor vorbei. In der 24. Spielminute bekommen die Herren in Blau keine richtige Kontrolle über den Ball. Müller dann mit einem fatalen Fehler, den Johannes Metzler eiskalt ausnutzt. Das 1:0 für die SG Ehrenberg. Bleibt es dabei, ist Ehrenberg vorerst Tabellenführer. Eichenzell ist, wenn überhaupt, durch Standards einigermaßen gefährlich. Meierhof misslingt der Freistoß, aber Moritz Müller kommt an den Ball. Doch sein Schuss aus 14 Metern stellt kein Problem für den gut aufgestellten Marcel Röder im Tor der Gastgeber dar. Der kurz nach der Pause gegen Meierhof überragende Reflexe zeigt. Die Britannia findet weiterhin nicht ins Spiel. Leichtfertige Fehlpässe wie hier von Müller spielt Ehrenberg in die Karten. Dogan Kilic verliert den Zweikampf gegen Brehl. Und in der Mitte kann Steffen Kümmel in aller Seelenruhe zum 2:0 einnetzen. Der zweite Fehler von Eichenzell, den Ehrenberg eiskalt ausnutzt. Wenn es mal läuft, dann läuft es eben. Wir springen in die 75. Spielminute. Blau-Weiß versucht es wieder mit einem Freistoß. Die Hintermannschaft der SGE kann die Situation nicht entscheidend klären und wieder ist Röder zur Stelle, der den abgefälschten Schuss von Meierhof irgendwie parieren kann. In der Schlussphase sieht Kilic erneut schlecht im Abwehrverhalten aus, Diel schnappt sich den Ball und Kümmel kann seinen zweiten Treffer erzielen, aber Kapitän Heumüller rettet auf der Linie. Aber für Ehrenberg sollte es reichen. Nach 90 Minuten ist der 9. Sieg aus 11 Spielen in trockenen Tüchern und die SGE verabschiedet sich somit zumindest vorerst als Tabellenführer in die Winterpause. Die Verfolger haben allerdings im Dezember noch Nachholspiele zu bestreiten. Ehrenbergs Spielertrainer Robert Schorstein ist bei uns am Mikrofon. Ja, ich denke, es war kein schönes Spiel heute. Das wussten wir auch, die Platzverhältnisse waren schwer. Der Nebel hat seinen Teil dazu beigetragen. Aber wir sind einfach mit einer enormen Einstellung ins Spiel gegangen und wollten das Hinspiel wieder gut machen, wo wir extrem schlecht gespielt haben in Eichenzell und da eine richtige Packung bekommen haben. Und ich denke, da wollten wir heute eine Reaktion zeigen und das haben wir auch eindrucksvoll bewiesen, auch wenn es sicherlich kein schönes Fußballspiel war. Ich denke, schwer bespielbarer Platz. Das war uns dann bewusst, nachdem wir den Platz hier betreten haben, dass das ein Kampfspiel werden wird. Und da muss man sagen, die erste Halbzeit gerade haben wir den Kampf nicht so angenommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, sind dann nicht so ins Spiel gekommen, sind eigentlich mehr oder weniger hinterhergelaufen. Wobei man sagen muss, Ehrenberg hat sich auch keine klaren Torchancen herausgearbeitet. Das 1:0 fällt dann durch auch wieder durch einen Fehler, wo uns der Ball verspringt und dann den Ehrenbergern vor die Füße fällt. Dann liegst du hier einzeln hinten und dass es dann auf so einem Platz schwer wird, das war uns bewusst, dass die Mannschaft, die in Führung geht, bessere Chancen hat, das Spiel dann zu gewinnen. Nichtsdestotrotz kommen wir dann aus der Halbzeit und das war, denke ich, eine andere Mannschaft dann von uns auch, gerade die ersten 20, 25 Minuten. Und wenn wir dann nach 2 Minuten durch den Lukas Meierhof das Tor machen, wo er allein aufs Tor läuft, seitlich, und der Ball geht rein, den der Torwart super gehalten hat, kann das Spiel noch eine andere Wende bekommen. Und das Tor haben wir nicht gemacht, hatten dann nach dem 2:0 auch noch 2-3 sehr gute Torchancen, wo der Torwart sehr gut gehalten hat von Ehrenberg. War ein schwer bespielbarer Platz. War nicht das, was wir eigentlich sonst immer spielen wollen. Im spielerischen Bereich war nicht möglich und die erste Halbzeit haben wir den Kampf dann angenommen. Und das war dann mit der Knackpunkt. Mit dem Rückstand ist es halt schwierig.